I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 27. März 2021. Schönen guten Morgen. Und bevor es dann morgen richtig sonnig werden soll, ist heute nochmal ein sehr durchwachsener Tag angesagt. Das ist auch wunderbar passend, denn ich habe ein kunterbuntes Sportprogramm für euch zusammengestellt. Nicht, dass es jetzt, sagen wir mal, Voraussetzung wäre, schlechtes Wetter zu haben, um viel Sport gucken zu können. Das geht auch immer, gerade jetzt so, wenn man die Corona-Zahlen sieht. Bleibt zu Hause und guckt ganz viel Sport. Ich habe heute 13 verschiedene Sportarten für euch im Portfolio und ich bin sicher, da findet jeder irgendwas, was er gucken könnte. Wir fangen mal an mit Rugby und da gibt es einen Glückwunsch an das Team aus Wales, denn die haben das Six Nations Turnier gewonnen, gestern Abend auf der Couch, weil nämlich Frankreich, das einzige Team, was sie noch gefährden konnte, sein Nachholspiel gegen Schottland verloren hat. Glückwunsch also an die Waliser, das ist ein Erfolg, über den sie sich sicherlich sehr freuen, haben wir bis auf dieses Spiel gegen Frankreich alle anderen gewinnen können in diesem Turnier. Von daher auch ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Apropos verdienter Sieg, Karl Geiger hat gewonnen beim Skifliegen in Planica. Vorgestern war er noch Dritter hinter Eisenbichler und Kobayashi. Jetzt ist er vor Kobayashi Erster geworden gestern, wurde aber nur ein Sprung ausgetragen. Wetterbedingt, der Zweite musste dann abgesagt werden. Macht aber nichts, den Sieg hat er trotzdem. Kobayashi also Zweiter und Eisenbichler gestern dann nur Achter in Gänsefüßchen. Ist immer nur eine gute Platzierung, aber natürlich nicht ganz so gut wie der zweite Platz am Vortag. Heute werden sie es gemeinsam versuchen, die deutschen Jungs im Team fliegen. Das startet um 10 Uhr und das gibt es zu sehen live im ZDF und auf Eurosport 1. Die Damen haben auch noch ein Springen in Tschaikowski in Russland um 13 Uhr. Das gibt es auf ZDF.de im Stream zu sehen oder im Eurosport Player. Und wer Ski Alpin noch ein bisschen sehen möchte, da gibt es die deutschen Meisterschaften. Die finden statt im Livestream auf BR.de beim Bayerischen Rundfunk. Und da gibt es heute den Riesenslalom der Männer und den Slalom der Frauen. Ab 8.30 Uhr ist dieser Stream geschaltet. Sagt man das so? Ich glaube nicht, aber ich sage es jetzt einfach mal. Weitere Feier- und Glückwünsche, Feieranlässe, so sagt man. An Lennart Kemner, der hat tatsächlich gestern die 5. Etappe gewonnen bei der Katalonien-Rundfahrt. Nachdem er vorgestern ja schon über 100 Kilometer vorneweg fuhr alleine und dann eingeholt wurde am letzten Anstieg und dann zurückgefallen ist, hat er es gestern geschafft. Er ist durchgekommen als erster. Glückwunsch dazu zum Etappensieg. Im Gesamtklassement weiterhin Adam Yates vorne. Der liegt jetzt 45 Sekunden vor Richie Porte. Und 4 Sekunden hinter dem ist Geraint Thomas. Die heutige 6. Etappe gibt es ab 15.15 Uhr auf Eurosport 1 zu sehen. Die ist sehr hügelig, aber es gibt keine krassen Anstiege der höchsten Kategorien. Also es ist ein ständiges Auf und Ab heute. Also da wird eine Fluchtgruppe durchkommen, würde ich mich mal festlegen. Wer da drin ist, ist die spannende Frage. Gucken wir mal. 15.15 Uhr Eurosport 1, wer Lust hat. Deutsche Eishockeyliga, da gab es gestern die Revanche der Eisbären gegen Ingolstadt. 1-0 haben die jetzt gewinnen können nach der Niederlage von 2 Tagen davor. Heute nur ein Spiel in der DEL und zwar München gegen Köln. Das gibt es um 17.30 Uhr natürlich auf Magenta. Die NHL gibt es heute im Doppelpack auf DAZN. Und zwar um 18 Uhr gibt es die New York Rangers. Die spielen in Philadelphia. Und um 20 Uhr die Vegas Golden Knights zu Gast bei der Colorado Avalanche. Beide Spiele auf DAZN. Handball-Bundesliga, da steigt heute das absolute Topspiel. Das Derby, die Rivalität, der Nord-Derby. Doch, kann man, glaube ich, in dem Fall schon fast zum Derby sprechen. Ist kein Stadtderby, ich weiß. Aber es ist auf jeden Fall ein Nachbarschaftsduell. Eine große Rivalität im Norden. Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Das ist der zweite gegen den ersten aus der Liga. Und die treffen aufeinander. Da ist immer was los. Das erste überträgt live ab 18 Uhr. Und Magenta, nein, Sky, pardon. Sky natürlich auch. Und 3 Spiele gibt es dann noch um 20.30 Uhr in der Konferenz. Die gibt es aber nur auf Sky Sport und nicht im ersten zu sehen. Die zeigen nur das Topspiel. Was heißt nur, die zeigen das Topspiel? Guck mal an. Dann haben wir die Basketball-Euroleague von gestern Abend noch kurz. Da hat Alba Berlin, wie zu erwarten, in Barcelona verloren. Heute gibt es 4 Spiele aus der BBL und zwar 2 Stück um 18 Uhr und 2 Stück um 20.30 Uhr. Und das läuft jetzt wirklich auf Magenta Sport, die Basketball-Bundesliga, wie immer. Volleyball-Bundesliga, da gibt es heute das dritte entscheidende Spiel zwischen Düren und Berlin. Da werden wir den Finalgegner von Friedrichshafen ermitteln, bei den Männern. Und bei den Damen starten wir heute ins Halbfinale mit dem jeweils ersten Spiel, auch Best of Three. Da trifft Potsdam auf Dresden und live auf DSF. Die Eltern nennen es, wie komme ich auf DSF? Sport 1.
Jetzt siehst mal DSF. Die Älteren werden sich erinnern, aber wirklich die Älteren. Das deutsche Sportfernsehen. Guck an. Also live auf Sport 1. Das sind so Leute, die jetzt noch DSF sagen, die rechnen auch, glaube ich, noch in D-Mark oder andersrum. Schwerin gegen Stuttgart. Sollte das neu aufnehmen, das Video? Ich lasse es jetzt drin. Der eine oder andere hat vielleicht Spaß daran. Schwerin gegen Stuttgart im Damenvolleyball Halbfinale Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr 2021. Und das gibt es auf Sport 1 um 18 Uhr zu sehen. Und bereits vorher um 16 Uhr gibt es auf Sport 1 die Super League Triathlon. Und zwar mit ihrem Wettkampf in London, falls jemand Triathlon gucken möchte. Das haben wir auch nicht so oft im Fernsehen. Deswegen das vielleicht ein guter Anlass, zumal auch nicht mehr Bundesliga ist. Heute Mittag kann man um 16 Uhr gerne reingucken. Man kann aber auch um 16 Uhr Formel 1 schauen, denn die Saison geht los mit dem großen Preis von Bahrain. Und da gibt es heute das Qualifying um 16 Uhr mit Sebastian Vettel im Aston Martin. Bisher waren sie noch nicht so ganz Freunde geworden. Er und sein Honey Rider, wie der Schlitten heißt. Mal sehen, ob er heute im Qualifying da was Gutes hingepackt bekommt. Mick Schumacher sehen wir auch zum ersten Mal in einem offiziellen Formel 1 Outfit, ne, Outfit nicht, aber in einem offiziellen Formel 1 Rennen für Haas am Start. Mal sehen, wo der so landet. Aber die großen Favoriten sind natürlich die üblichen Verdächtigen: Hamilton und Bottas im Mercedes. Dann haben wir Perez und Verstappen im Red Bull. Und wir sind gespannt, was mit Ferrari ist nach Vettels Abgang. Was schaffen Leclerc und Sainz da in der roten Kiste? Weiß gar nicht, wie die heißt dieses Jahr. Weiß ich nicht. 16 Uhr Qualifying in Bahrain. Das Ganze gibt es zu sehen. Nur noch auf Sky Sport oder auf Sky Formel 1, Sky F1, dieser neue Kanal. Nicht mehr auf RTL. Das ist jetzt ja Sky exklusiv, die Formel 1. Bis auf vier Rennen im Jahr, die auf RTL laufen, aber dieser Grand Prix ist nicht dabei. Eiskunstlauf kann man aber for free gucken. Da gibt es heute die zwei Entscheidungen. Und zwar die Männer, die gibt es ab 11 Uhr im Einzel und den Eistanz gibt es ab 17 Uhr. Das Ganze zu sehen auf sportschau.de im Stream oder auf Eurosport 1 im linearen Fernsehen. Und damit wären wir beim Fußball angekommen. Gestern Abend in der Frauenbundesliga Leverkusen gegen Frankfurt 3 zu 2. Und heute gibt es ein Nachholspiel aus der dritten Liga. Kein Komplettspieltag, weil ja Länderspielpause ist, aber Uerdingen und Zwickau bitten dann doch zum Tanz auf um 14 Uhr auf MDR und auf Magenta Sport. Das ist also das einzige Spiel, was ich da anbieten kann. Der Bayerische Rundfunk, der zeigt Bayerischen Pokal. Und zwar gibt es da ein absolutes Topspiel. Und zwar die beiden besten bayerischen Amateurvereine zurzeit, 60 München und Ingolstadt. Die sind in der dritten Liga beide im Aufstiegskampf. Und jetzt treffen sie im Bayern-Pokal aufeinander, von dem niemand weiß, ob er überhaupt noch fertig gespielt werden kann. Aber das ist jetzt natürlich nochmal ein sehr hochklassiges Duell. 14 Uhr ist der Bayerische Rundfunk live dabei, falls jemand bayerischen Pokal gucken möchte. Ansonsten gibt es Länderspiele, und zwar die WM-Qualifikation ist wieder da. Zweiter Spieltag beginnt, den ersten haben wir schon abgeschlossen. Der findet in drei Zeitetappen statt. Nummer 1 um 15 Uhr. Da kommt es unter anderem wieder zu einer Premiere, und zwar Montenegro gegen Gibraltar. Das sind beides Verbände, die es noch nicht so lange gibt. Und dementsprechend spielen sie auch zum allerersten Mal gegeneinander. Werden beide das gebührend feiern, nehme ich an. Russland gegen Slowenien haben wir auch noch um 15 Uhr. Auf der Zone, alle Spiele auf der Zone. Um 18 Uhr gibt es vier Partien, unter anderem die Norweger mit Haaland gegen die starken Türken, die ja das erste Spiel gegen die Niederlande gewonnen haben. Diese Niederlande treffen auf Lettland und müssen gucken, dass sie gleich mal nachlegen können, um dabei zu bleiben bei der Musik in dieser Gruppe. Und die Kroaten, immerhin Vize-Weltmeister, die habe ich unterschlagen am Mittwoch. Die haben ihr erstes Spiel auch nicht erfolgreich bestreiten können. Jetzt geht es gegen Zypern. Die müssen auch schauen, wenn sie wieder zur WM wollen, dass sie da dabei bleiben. Denn ich sage es nochmal, nur der Gruppensieger ist fix qualifiziert. Die Gruppenzweiten müssen in eine Playoff-Runde, wo sich dann nur noch jeder Vierte qualifiziert. 2045 nochmal vier Spiele, unter anderem die Portugiesen, sogar in Serbien. Und zwei Teams, die zum Auftakt durchaus überzeugen konnten, Tschechien und Belgien, treffen aufeinander. Alle Spiele, wie gesagt, auf der Zone und wieder keine Goalzone. Ich bin enttäuscht, der Zone. Wenn ihr das hier hören solltet, denkt doch mal drüber nach. Jo, und aus deutscher Sicht wird es wieder ernst bei der U21-Europameisterschaft. Da gibt es nämlich den zweiten Gruppenspieltag in den Gruppen A und B. Und das heißt, aus deutscher Sicht, wir haben in unserer Gruppe um 18 Uhr Ungarn gegen Rumänien. Das gibt es live auf ProSieben Max. Und dann um 21 Uhr Deutschland gegen die Niederlande live auf ProSieben.
Die Ausgangslage ist klar. Wir sind die Einzigen, die gewonnen haben in dieser Gruppe am ersten Spieltag. Ein weiterer Sieg gegen die Niederlande beschert uns vorzeitig den Einzug in die K.O.-Runde. Denn zwei kommen ja weiter aus der Gruppe. Und wenn wir das zweite Spiel jetzt auch gewinnen, haben wir 6 Punkte. Und dann, die Niederlande können uns gar nicht mehr einholen. Die haben dann nämlich immer noch einen und nur noch ein Spiel übrig. Und aus dem anderen Duell Ungarn-Rumänien, die haben momentan einen bzw. 0 Punkte. Und da ist auch nicht mehr möglich, dass sie beide uns dann noch bekämen mit 6. Also bitte gewinnen, Jungs, und dann ist das Ding schon vorzeitig durch. Abschließend habe ich noch Tennis im Angebot. Ab 16 Uhr wieder auf DAZN und auf Sky Sport. Die Damen auf DAZN, die Herren auf Sky Sport. Da sind in Miami inzwischen Jan-Lennard Struff eine Runde weitergekommen. Guck mal an. Herber hatte schon Erfolge. Jetzt einen Erfolg und Struff jetzt auch. Die zuletzt ja nicht so geglänzt haben. Also das ist eine gute Sache. Auch Halep und Kerber im Doppel sind eine Runde weitergekommen. Dafür ist Jannik Hanfmann ausgeschieden, erwartungsgemäß gegen Kachanov. Und Sascha Zverev, der ist gleich zum Auftakt raus. Und zwar gegen den Finnen Ruusuvuori. Den muss man nicht kennen, aber er hat in 3 Sätzen verloren. Das ist tatsächlich eine dicke Überraschung, denn das war so ein Turnier, wenn die Großen nicht dabei sind, Nadal, Federer, Djokovic, wäre das doch was für Zverev gewesen. Aber nein, er zeigt sich wieder von der Seite, die er halt nun mal auch hat. Erste Runde raus. Also zweite Runde, aber in der ersten musste er nicht spielen. Ab 16 Uhr heute unter anderem das Doppel Kravitz-Struff wieder auf dem Court. Und wir haben Angie Kerber gegen Azarenka. Und nachdem Azarenka ja wieder zugelassen ist, hoffen wir, dass sie da keine Nebenwirkungen davon trägt. Ein kleiner Impfscherz zum Abschluss, der noch nicht mal wirklich von mir ist. Den habe ich auch geklaut. Danke an den Urheber. Und müsste doch was dabei sein für jeden, denke ich mal. Guckt, was ihr möchtet, habt Spaß dabei. Und morgen früh gibt es den Sonntagsfrühsport. Und mit so ziemlich alledem Sportarten, die jetzt heute drin waren, die kommen morgen wieder. Und teilweise mit anderem Programm, überraschenderweise. Ich freue mich über jeden, der reinschaut. Danke nochmal auch an dieser Stelle an alle 119 Menschen, die diesen Kanal abonniert haben. Das freut mich auch sehr. Danke auch an die zahlreichen Aufrufe, die es jeden Tag gibt. Wir sind wieder irgendwo so um die 60 pro Tag, haben wir uns eingependelt. Das ist fantastisch. Nochmal der Hinweis auch auf mein Spezialvideo von dieser Woche für die Europapokalwettbewerbe. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut da ruhig auch mal rein. Die Geschichte der Champions League, die neue Conference League, die Europa League, der UEFA Cup, der Pokal der Pokalsieger, all das ist dann nochmal skizziert. Wird hier, glaube ich, auch irgendwo dann im Video noch angezeigt, hier am Schluss, wo ihr einfach draufklicken könnt. Guckt mal rein, ist ein ziemlicher Schinken geworden mit einer halben Stunde, aber hört sich ganz gut weg, wenn man nebenher Geschirr spült oder keine Ahnung was. Da bin ich doch am liebsten dann bei euch, wenn ihr Hausarbeiten verrichtet oder so, nebenher mein Gebrabbel laufen lasst. Dafür ist es. Also, Sport gucken nicht vergessen, schönen Samstag und bis morgen. Tschüss.